Großbaustelle an der Alster. Am Jungfernstieg entsteht Hamburgs aufwendigstes Nahverkehrsbauwerk. Ein ganz neues Schnellbahnnetz wird gebaut. Dabei ist den meisten, die hier fahren und gehen, gar nicht bekannt, was sich Hamburgs Stadtplaner alles haben einfallen lassen. Sogar, dass nur wenige Meter von hier die U-Bahn durchs Wasser fahren wird. Die Hamburger Planer und Ingenieure haben mittlerweile im Tunnelbau so viel Erfahrungen sammeln können, dass sie an fachlicher Qualifikation in der Welt kaum ihresgleichen finden. Das war zwar eine riesige Ingenieursleistung, aber das hat der Hamburger dann so als relativ normal hingenommen. Das war gut, die U-Bahn fährt da eben unter durch und dann ist es eben so. In offener Bauweise einen Bahntunnel unter einem Innenstadtsee hindurchzubauen, ist wirklich nichts Alltägliches. Das ist Jochen Schröder. Er steuert den Schildvortrieb, die große Maschine, mit der tief unter Hamburg die Tunnel für die neuen Schnellbahnlinien gebohrt werden. Er und seine Schicht fahren jetzt ein, rund 20 Meter tief. Unten im Tunnel müssen sie unter 1,7 Atü Druckluft arbeiten, weil ständig mit Wassereinbrüchen zu rechnen ist. Sie arbeiten also mitten im Grundwasser, dort, wo die U-Bahn einmal durchs Wasser fahren wird. 16.40 Uhr, 2 Stunden steht Jochen Schröder mittlerweile mit seiner Kolonne am Schildvortrieb. Eigentlich ein Riesenkreishobel, der sich durch den Boden fräst. Plötzlich ein Zwischenfall, 16.42 Uhr, der Schildvortrieb wird ausgeschaltet. Ein Riesenstein ist den Schürfmessern im Weg. Unter schwierigsten Umständen wird mit dem Schlagbohrer ein Loch in den Stein gebohrt. Er muss hydraulisch gesprengt werden. Und dann ist es geschafft. Brockenweise wird der Stein abgebaut. Der Rest ist im Grunde Routine. Drogen werden ein immer größeres Problem. Nein, nicht alle der hier zur Sommerzeit am Mönckebrunnen in Hamburg versammelten Jugendlichen lieben Marihuana und Haschisch, so wie es David Peel in seinem Lied besingt. Einige von ihnen kommen auch ohne Rauschmittel aus. Andere dagegen sind inzwischen auf stärkere Stoffe wie zum Beispiel LSD, Amphetamine, Heroin oder Morphium umgestiegen. Also bist du praktisch schon als 16-Jähriger Freitagnacht nicht zu Hause gewesen? Vernehmung eines 16-jährigen Oberschülers durch Kriminalhauptmeister Wegner vom Rauschgiftdezernat in Hamburg. 21 Uhr. Du bist zum Hauptbahnhof gegangen, ne? Zum Hauptbahnhof, ja, ja. Zum Mönckebeck. Ja, und da hast du am Mönckebeck gerufen erstmal. Ja. Da hast du schon Haschisch angeboten. Da habe ich schon angeboten, ja. Da habe ich dann für 20 Mark etwas verkauft. Mittwochmittag, Aufbruch zu einer Razzia. Die Wohnung eines vermeintlichen Haschisch-Großhändlers soll durchsucht werden. Besonders in den Sommermonaten haben die Kriminalbeamten viel zu tun. Bei ihren Durchsuchungen richtet sich ihr Hauptinteresse auf Schiffe, abgestellte PKWs, bestimmte Gaststätten in den Vergnügungsvierteln und Kommunen. All ihre Mühe und alle Überstunden haben sich gelohnt, wenn sie eine Millionenbeute machen wie diese hier. Die Rauschgiftwelle rollt in Amerika, England, Skandinavien und auch in der Bundesrepublik. Abkehr von der bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Realitäten, zweifelhafte Flucht in eine Traumwelt. Man nimmt dafür Gefängnisstrafen, gesundheitliche Schäden und schlimmstenfalls manchmal sogar den Tod in Kauf. Das Schauspielhaus eröffnet im April 1971 die lang ersehnte erste Studiobühne Hamburgs, den Malersaal. Das Eröffnungsstück, die Hochzeit des Papstes von Edward Bond. Das neue Altonaer Krankenhaus nimmt im Mai seinen Betrieb auf. Die hochmoderne Superklinik mit mehr als 1000 Betten ist ein Haus ohne Privatstation. Die Fabrik in Altona. Im Juni wird das Kommunikationszentrum eröffnet. Es bietet Kneipe und Kinderladen, Galerie und Werkstatt, Theater und Musik. Bader-Meinhof-Fahndung. Im Juli wird die Terroristin Petra Schelm bei einem Schusswechsel mit der Polizei tödlich getroffen. Im Frühjahr war Astrid Proll in Hamburg verhaftet worden, ebenfalls ein Mitglied der Bader-Meinhof-Gruppe. Im Oktober stirbt der Polizist Norbert Schmidt durch Terroristenschüsse. Margret Schiller wird verhaftet. Wachwechsel im Rathaus am 9. Juni 1971. Bürgermeister Herbert Weichmann geht. Als neuer erster Bürgermeister folgt ihm Peter Schulz, bisher Senator. Mit dem Rücktritt des 75-jährigen Herbert Weichmann geht eine Ära zu Ende. Weichmann war der letzte deutsche Länderchef, der noch in der Weimarer Zeit Regierungserfahrung gesammelt hatte.
Herbert Weichmann war die letzte große, respektable Gestalt aus einer Vergangenheit, von der man gehört hatte. Mit einem Lebensweg, der Kritik stumm machte. Dem nachzufolgen war ein Abenteuer, das ich mir eigentlich nicht hätte zumuten sollen. Aber muss ja auch jemand machen. Der Jurist Peter Schulz ist mit seinen 41 Jahren der bis dahin jüngste Bürgermeister der Hansestadt und gleichzeitig jüngster Länderchef der Bundesrepublik. Hamburg, das Tor zur Welt. Emsiges Treiben im Hafen an 330 Liegeplätzen für Schiffe aller Größen. Der Hafen war immer mein Lieblingsort. Da war ich ganz viel, ganz, ganz viel. So schön, so lebendig mit den kleinen Schiffen, mit Segeln, mit also oh, der Hafen lebte, brodelte. Fast 19.000 Seeschiffe laufen den Hamburger Hafen 1971 an. Sie alle sind angewiesen auf die Festmacher, auf jene Männer, die die großen Pötte bei jeder Witterung sicher an den Kaianlagen vertreuen. Die Männer auf dem Ponton sind der strengen Arbeitsdisziplin an Land ausgewichen. Hier diktiert nicht die Norm das Arbeitstempo. Ebbe und Flut, Hoch- und Niedrigwasser bestimmen ihre Arbeitszeit. Der abwechslungsreiche, gut bezahlte Job auf dem Wasser macht das Leben leicht. Kurze, harte Arbeitseinsätze wechseln mit langen Wartezeiten. Das Fortkommen im erlernten Beruf spielt für sie kaum noch eine Rolle. Das lange Warten verkürzen sie auf ihre Art, bis der Fietz, der Vorgesetzte, zum nächsten Einsatz ruft. Also ich muss den hier unten, ich muss hier am Hafen irgendwo, also anders geht das gar nicht. Ich könnte gar nicht irgendwo in der Fabrik. Oh, ein Tag, ich will verrückt werden. Also ich muss vorher um mich. Die Festmacher sind eine alte Zunft, älter als die Schlepperleute. Noch im vergangenen Jahrhundert, lange vor der Dampfschifffahrt, wurden die Leinen mit Ruderbooten an Land gebracht. Heute sind die kleinsten im Hafen mit ihren bulligen Stahlbooten wichtiger denn je. Die Festmacherzunft stirbt nicht aus, solange in den engen Hafenbecken immer mehr und immer größere Schiffe manövrieren müssen. Der Umgangston zwischen Chefs, Vizen und Festmachern ist ungezwungen. Sie duzen sich alle, aber die Grenzen sind klar. Die Männer auf dem Ponton gehorchen ihren Vorgesetzten wie an Bord. Und wer den Sack bekommt, entlassen wird, weil der Durst oder die Lust zum Abstauben zu groß waren, geht ohne zu murren. Gibt es öfter Ärger mit den Chefs? Ich schnack mit meinem Chef, du und Werner, und er sagt zu mir, Karol, und auch du. Also, ob du mal missbrauchst oder mal besoffen bist oder so. Aber er kennt das alles. Und dann ist das alles, dieses Du, denn doch ganz anders, als wie wenn ich irgendwo beim Chef stramm sehen muss. Schicht ist auch Sonn- und Feiertags. Wache heißt es hier wie an Bord. Nur kann hier mal die Frau vorbeischauen. Die Frauen haben das gern, die Männer nicht immer. Nicht nur die Ehefrauen, auch die Mädchen von St. Pauli kommen sonntags mal vorbei zu einer Spritztour mit späterer Verabredung auf ein Bier oder so. Und mancher Festmacher hat auch mit einer von ihnen eine Lebens- und Gewinngemeinschaft.